Freunde, wir haben uns heute mal Nudeln mit Tomatensauce selber gezaubert. Also die Nudeln ja eh, aber Tomatensauce kann man ganz einfach selber machen. Wir zeigen es euch schnell mal. Viel Spaß. Wir machen uns heute mal Tomatensauce selber. Früher haben wir öfter mal diese in den Tüten benutzt für Spaghetti Bolognese oder was weiß ich alles. Miracoli. Irgendwie kann man das alles nicht mehr essen. Aber das schmeckt alles nicht mehr. Irgendwo ist da so ein Gewürz mit drin. Echt, ihr könnt im Strahl brechen. Aber weinen, um nicht zu sagen heulen. Wir machen das selber, das kann man alles selber machen. Also geht mal wieder zurück zum Anfang. Das haben wir früher alles selber gemacht. Machen wir jetzt auch wieder selber. Diese Tüten braucht man nicht. Wir möchten jetzt so eine Art Bolognese-Soße machen. Ja, Bolognese, die meisten machen da Möhren und sowas mit rein. Das wird jetzt eigentlich bloß eine Tomatensoße, eine ganz einfache mit ein bisschen Hack drin. Wir haben Tomaten, könnt ihr euch überlegen, ob ihr pürierte nehmt, Tomaten stückig, ganze Tomaten. Ich nehme gerne die Tomaten stückig. Da kommt ein bisschen Sahne rein, Salz, Pfeffer, ein bisschen Brühe, Zwiebel und Knoblauch. Und Tomatenmark. Und ein bisschen Tomatenmark, ein Löffelchen und mehr ist da eigentlich gar nicht dran. Wir machen es jetzt einfach. So, wir haben dann jetzt ein bisschen Fett in die Pfanne gemacht, ein bisschen Bratfett. Dazu kommt dann jetzt das Gehackte. Wir haben Thüringer Mett, das ist schon ein bisschen gewürzt. Ich mache mir das immer so ganz klein. Und dann wird es schön angebraten. Salz und Pfeffer machen wir noch mit dran, ein bisschen Paprika. Erstmal ein bisschen gehacktes. Für uns zwei Personen braucht man da eigentlich immer gar nicht so viel. 500 Gramm ist da schon wieder viel zu viel. Wir nehmen eigentlich immer so um die 300 Gramm dann für zwei Personen. Das reicht schon völlig aus. So, Salz habe ich jetzt schon drin. Jetzt kommt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Ein bisschen Paprika mit dran. Und dann wird es schön angebraten. Jetzt kann dann zu meinem Hack schon mal die Knoblauchzehe mit rein. Und die Zwiebel, die wir klein geschnitten haben, entweder eine mittelgroße Zwiebel oder eine halbe große. Ich habe jetzt eine halbe große, hat man wieder eine halbe über. Macht nichts, machen wir was anderes mit. Morgen ist ohne einen Tag. Ja. Jetzt kommen dann schon unsere italienischen Kräuter dazu, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Aber nicht viel, nur so ein bisschen für den italienischen Touch. Als Geschmacksverstärker. Dann kommt Tomatenmark mit zu, nicht Ketchup, ich zeige noch den Namen hier so. So ungefähr einen Esslöffel. Das reicht aber. Ja. Das wird dann jetzt ein bisschen angeschwitzt. Im Hintergrund seht ihr unsere Nudeln schon mal kochen. Engelshaar. Unser Engelshaar. Und jetzt können wir dann schon unsere Tomatenstückchen dazu machen. Ich nehme so eine ganze Packung. Ganz egal, wie viel im Rezept immer drin steht. Ich nehme eine ganze Packung. Schnuppern tut ja schon ganz gut. Das riecht gut, das schmeckt gut. Auch wieder ein bisschen mit köcheln lassen. Jetzt kann dann langsam unsere Gemüsebrühe mit dran. Wie viel? Eigentlich soll eine 200 Milliliter sein, aber ich mache ja hier für uns ein bisschen weniger. Das sind ja nicht für vier Personen. Wir haben jetzt hier 100 Milliliter ungefähr. Die Rezepte stelle ich immer mal ein bisschen um, je nachdem wie viel wir brauchen. Da muss ich, deswegen überlege ich jetzt immer, früher haben wir das für vier Personen gemacht oder auch für noch mehr, wenn wir Besuch hatten immer. Und jetzt muss man dann immer überlegen, jetzt brauchen wir bloß noch für zwei Personen. Das alles ein bisschen umrechnen, das geht eigentlich ganz damit einfach. Damit würdest du auch vier Personen satt kriegen. Theoretisch, ja. Jetzt lassen wir wieder noch ein bisschen köcheln. Ich mache dann jetzt schon meine Sahne mit dazu, so ungefähr auch 100 Milliliter, dass das ein bisschen sämig werden kann nachher. Kommt da Soßenbinder mit rein? Nee, da kommt kein Soßenbinder rein. Lässt so lange köcheln, bis es die Konsistenz hat, wie du raus. Ja? So wie wir es haben sollen, genau. Sieht schon lecker aus, schnuppert lecker. Kochen und Backen, das ist deine Welt, ja. Meine Welt eigentlich, ja. Lecker, lecker. Kommt noch eine Prise Zucker mit dran. Zucker muss da immer mit dran. Wie beim Backen immer eine Prise Salz, kommt beim Kochen immer eine Prise Zucker. Oder öfter mal. So, und jetzt lassen wir das einköcheln, bis das so dick wird, wie wir das haben wollen.
Und dann können wir ja schon anrichten. Und dann können wir schon anrichten. Die Nudeln sind auch schon fertig da hinten. Die ziehen da bloß noch. Eigentlich ist das ein ganz, ganz schnelles Gericht. Man kann diese Tomatensoßen rucki-zucki selber machen. Man ist bloß immer zu faul und gewöhnt sich das mit diesen alten Tüten an. Und da ist so viel Geschmacksverstärker drin. Ja, und so viel Gewürze jetzt, die nicht mehr. So viel Chemie. So, ihr Lieben, unser Essen ist fertig. Und wie ihr wisst, haben wir jetzt für euch keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt essen gehen. Also probiert es ruhig mal aus, dass es wirklich lecker kocht. Wieder selber, nehmt nicht die euren Tüten. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Und das ganz einfach.